mein schönster OHC-Moment ist auch schon sehr, sehr lange her. Ich war 22, glaube ich. Hab mir im Heimspiel damals gegen Neuruppin nicht nur das Kreuzband, sondern eigentlich quasi das ganze Knie zerschmettert. Und der Arzt hat zu mir gesagt, wenn ich in Zukunft humpelfrei laufen werde, dann haben wir schon viel geschafft. 6 Monate später zu Hause gegen Flensburg, genau wie bei Mokka, im Gange standen, dieses Let's Get Ready to Rumble gehört und habe gedacht, Mann, vor 6 Monaten hat man dir noch gesagt, du wirst vielleicht nie wieder Handball spielen und jetzt stehst du hier in dem Gang. Also das war für mich eigentlich der schönste Moment. Da wusste ich, das geht weiter mit dem Handballsport.